ich brauche relativ lange. Also ich stehe dann da und habe dann noch so meine Gedanken. Dann sieht das so aus, als ob ich eingefroren wäre. Nein, ich bin nicht eingefroren, aber dann gehen so diese ganzen Sachen noch in meinem Kopf durch. So, ihr Lieben, heute bin ich in meinem Heimatclub, im Senne Golfclub Gut Welschhof in Stuckenbrock bzw. Stuckenbrock Schloss Holte. Das ist in der Nähe von Bielefeld, immer noch Ostwestfalen. Schließlich komme ich hier auch her. Heute nehme ich euch mal mit, spiele den Platz, den ich wahrscheinlich am besten kenne von allen. Und ja, bemühe mich heute, eine schöne Runde zu spielen. Mein Handicap würde hier bedeuten, ich müsste eine 91 spielen, also wird das ein Break-90-Video. Wir wollen mal schauen. Das Wetter ist ganz ordentlich, es ist zwar bewölkt, aber es sind so 17, 18 Grad. Ein schöner Tag im September. Der Platz ist heute auch nicht so voll. Es ist ein Montagmittag, also perfekte Bedingungen für ein gutes Spiel. Und jetzt geht's los. Wie ihr es von mir kennt, bei mir kommt nur Callaway in Frage. Ich habe wieder meinen Callaway Chrome Tour X dabei. Und der hat mich jetzt die letzten Runden ganz gut begleitet. Eine 90 zuletzt wieder gespielt. Ich müsste ja, wie gesagt, heute eine 91 hier spielen für mein Handicap. Wollen wir mal gucken. Also Ziel ist es, um die 90 zu spielen. Wird gar nicht so einfach, wir wollen mal schauen. Aber jetzt geht es auf jeden Fall erstmal los. 368 Meter lang ist diese Bahn 1, ein paar 4. Hat ein leichtes Dogleg nach rechts. Grundsätzlich, ihr seht auf der linken Seite den Bunker. Davon versuche ich jetzt so ein bisschen rechts zu bleiben. Dann wäre es ein guter Start. Ja, damit bin ich natürlich mal super zufrieden. Das war ein sehr guter Start. Das war ein leichter Draw. Der ist leicht reingedrückt. Der liegt Mitte Fairway, ich denke so bei 180, 190 Meter. Los geht's. Ich habe Bock zu spielen und jetzt wollen wir mal Gas geben. So, ihr Lieben, das war mal gerade ein sensationeller Start. 221 Meter der Abschlag. Es geht ehrlicherweise aber auch ein ganz klein wenig bergab hier auf der Bahn 1. Aber das ist halt, wenn man den richtigen Ball spielt, Chrome Tour X von Callaway, ja, dann funktioniert es halt auch. Ja. War, wie gesagt, sensationell leichter Draw, also mehr kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe jetzt 130 Meter bis grün Anfang, 140 bis Mitte und 152 bis grün Ende. Das ist für mich ein lockeres Eisen 7, weil ich nicht zu viel Druck mache. Vor dem Grün ist links noch ein Bunker, ich glaube, den könnt ihr auch sehen, da ist auch noch mal ein Schild. Immer Divots und Pitchmarken und so weiter entfernen und zurücklegen. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen. Ich versuche jetzt einfach einen ganz lockeren Schwung zu machen und den zweiten aufs Grün zu spielen. Ja, wir haben Glück gehabt, der war nicht ganz so super getroffen. Trotzdem, er hat den Bunker geschafft, ihr habt es gesehen. Der liegt jetzt unten am Grünanfang. Wir sind in Regulation auf dem ersten Grün. Nee, besser kann doch die erste Runde nicht starten. Ja, ich glaube, ihr könnt es jetzt auch sehen. Also der Ball ist auf dem Grün gelandet. Also gar nicht so schlecht. Also er ist nicht drauf gelandet. Das wäre jetzt gelogen. Er ist hinterm Bunker aufgekommen. Hier vorne im Vorgrün ist dann hingesprungen. Wir sind mit dem zweiten auf dem Grün. Was wollen wir mehr? Also das ist ein paar 4, wenn ich hier mit dem zweiten drauf bin. Mehr ist ja auch gar nicht zu schaffen. Von daher, ja, wollen wir jetzt mal schauen. So, Ziel wäre natürlich jetzt mit dem Paar zu starten. Wir wollen gucken, also jetzt dieser Schlag. Es geht leicht bergauf, das Grün hängt etwas von mir aus gesehen nach rechts und kommt mir entgegen. Also ich spiele leicht in den Hang und werde also den Ball versuchen, etwas oberhalb anzuspielen. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, der ist dann doch leider etwas zu kurz. Ist aber jetzt grundsätzlich nicht so schlimm. Haben wir jetzt noch 1,5 bis 2 Meter. Das wäre schon schön. Jetzt wollen wir natürlich auch das Paar spielen, oder? So. Also Konzentration. Der zweite Putt zum Paar. Sind aber bestimmt 2 Meter.
Wir spielen das Paar, bin ich natürlich mega happy. Paarstart, was will man mehr? Also, schön ist es, die Grüns sind toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grünqualität hier im Sennegolfclub Gut Welschhof, in meinem Heimatclub, ist wirklich sensationell. Also ich kann mich da nicht beschweren. Hab da einen Club, wo das Greenkeeper-Team und den lieben Uli immer echt einen guten Job macht. Und ja, solange die Jahreszeiten das möglich machen, hier eigentlich immer perfekte Bedingungen für uns Golfer und Golferinnen im Prinzip erlauben. Also von daher danke auch mal an die Greenkeeper und Greenkeeperinnen, die hier so bei uns alle dafür sorgen, dass wir so gut Golf spielen können. Der Start ist geglückt. Ich bin natürlich total zufrieden, kann man sich ja vorstellen, wenn man mit einem Paar startet, also auf der Bahn 1, Paar 4. Und jetzt haben wir hier die Bahn 2. Das ist das erste Paar 3 des Platzes, 171 Meter vom gelben Herrenabschlag. Die Fahne steckt heute unten, das heißt, ja, für mich gilt es hier eigentlich immer mit einem ruhigen Schwung zu versuchen, den Ball von unten entweder draufrollen zu lassen vom Vorgrün oder eben halt das untere Plateau zu treffen. Das Grün ist zweistufig, das hat oben nochmal ein Drittel des ganzen Grüns, hinten ist nochmal auf der zweiten Stufe. Wenn die Fahne da steckt, spielt es sich natürlich schon mal deutlich schwieriger, den Ball dann da hinzukriegen oder auch noch dann mit zwei Putts dann irgendwie reinzuspielen. Heute ist das recht gnädig gesteckt unten. Also von daher, jetzt gilt es, einen geraden, guten Schwung zu machen und den dort ganz normal hinzuspielen. Ja, da ihr ja von mir jeden Schlag zu sehen bekommt, bekommt ihr halt auch genau solche Schläge zu sehen. Das passiert mir dann halt auch. Der war jetzt vom Gefühl, ich bin vom Gewicht nicht nach vorne gekommen, den habe ich ganz hier unten getroffen. Ja, dann kann auch der beste Ball der Welt nicht in die Luft kommen. Er liegt jetzt also irgendwo 50 Meter weiter. Wir spielen von da aus und gucken, dass wir jetzt den nächsten drauf kriegen. So, jetzt mit dem Gap Wedge versuchen, das zu reparieren, was gerade passiert ist. Oh, der war viel zu weit rechts und der ist etwas zu lang. So, jetzt mit meinem Chipper den Ball in den Abhang reinrollen lassen. Das ist jetzt hier das Ziel. Ja, das war genau richtig. Der rollt jetzt den Hang runter und sollte... Ach ja, knapp. Aber das ist gut. Da haben wir jetzt eine gute Chance auf jeden Fall fürs Bogey. Jetzt muss der Putt natürlich rein. Konzentration und... Ja, wunderbar. Nach dem schlechten Start doch noch gut gerettet. Mit dem Bogey bin ich zufrieden. So kann es weitergehen. So, das ist jetzt hier ein Paar 4. Und das ist ja 334 bis Grün Mitte. Das Problem ist aber eben halt, es geht fast im 90-Grad-Winkel nach rechts. Und das Grün ist auch noch auf einem Plateau. Ist also richtig schwer zu spielen. Ist meiner Meinung nach eine der schwersten Bahnen überhaupt. Also hier auf diesem Platz. Ja, ein leichter Fade, aber der liegt Mitte Fairway, der kommt in jedem Fall gut zum Ruhen, ja. Ein bisschen von außen gekommen, ganz bisschen, aber nicht schlimm, das ist grundsätzlich völlig in Ordnung. So, der Abschlag war jetzt nur irgendwie 178 Meter lang, das ist nicht schlimm, der war jetzt nicht so dreimal toll. Der Wind kommt allerdings auch so rein, das heißt, der hat mir auch so ein bisschen den Ball weggedrückt. Ist aber nicht schlimm. Das ist hier ein guter Spot. Ihr seht, ich habe ungefähr bis Grün Anfang 135 Meter. Ich habe wieder mein Eisen 7 in der Hand. 146 wäre in Grün Mitte. Hier darf alles passieren, aber nur nicht zu lang sein, weil dahinter geht es dann runter und das Grün hängt. Und dann ist es unglaublich schwer, das Grün zurück wieder anzuspielen vernünftig. Also ein vernünftiger Schlag wäre jetzt hilfreich. Er ist zu weit links, er ist viel zu weit links, Schläger war offen, er ist ganz weit links. Ja, den hat es dann komplett im Wind weggedrückt. Ja, also was ist jetzt hier passiert? Wir haben den Ball komplett in den Wind gespielt und logischerweise, wenn wir den Ball in den Wind spielen und der hat ein bisschen Sidespin, dann bleibt er kurz und dreht sich weg. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir den
irgendwie gefühlvoll auf dem Grün platzieren, den dritten. Das ist hier eigentlich dann auch immer völlig in Ordnung. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist sehr gut gelungen. Ich bin damit sehr zufrieden. Also das ist jetzt mit dem dritten auf diesem Loch auf dem Grün zu sein, ist so, ja, auf der anderen Seite auch Minimalanforderung. Aber wenn das dann so gelingt, ich bin jetzt irgendwie 200 Meter von der Fahne weg, wir haben sogar eine Paarchance. Wir schauen mal, ob es mir gelingt. Vielleicht ist euch schon mal was aufgefallen. Ich habe hier so ein Bommel am Ohr. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen gruselig aus. Aber ich weiß, dass das ganz viele machen. Und ich hoffe, dass damit dann auch hier diese lästigen Atemgeräusche von mir weg sind. Das ist jetzt ja ein neues Mikrofon. Ich habe mir das DJI Mic 2 gekauft, weil das erste hat irgendwie einen Defekt gehabt, der sich auch irgendwie nicht mehr reparieren ließ. Also ich hatte dann immer diese Aussetzer. Ihr kennt das noch aus den letzten Videos. Und jetzt solltet ihr unter normalen Bedingungen perfekten Ton haben. Und jetzt möchte ich gerne den perfekten Putt haben. Es sind aber doch nicht 2 Meter, es sind geschätzte 4 Meter. Es geht leicht bergauf, ganz leicht hängt es auch nach zu euch hin. Ja, also 2 Putt wäre schon toll, ein Bogey wäre hier spitze. Ja, das ist ein Tucken kurz, läuft jetzt rum, ihr seht das, aber ja. Wollen wir uns mal nicht beschweren, das ist okay. Wenn uns jetzt hier aus geschätzt 30 cm der zweite Putt gelingt, dann haben wir auch hier das Bogey gespielt und das wäre auch wieder sehr gut. Erledigt, geschafft. Also, paar Bogey, das ist für mich völlig in Ordnung. Gerade dieses Grün hier, dieser Bahn hier, ist wirklich nicht einfach zu spielen. Aber die Bedingungen sind auch gut, der Platz ist gut gepflegt. Weiter geht's. Die Bahn 4. Das sind 355 Meter von hier aus, wo ich jetzt stehe, auf diesem Par 4, bis zum grünen Anfang. Das ist also das klassische Loch, ein guter Drive, der muss über diesen kleinen Hügel, da vorne ist ein kleiner Hügel, links ist noch versteckt ein Bunker, rechts den Bunker könnt ihr wahrscheinlich sehen. Also gerade ausschlagen wie immer ist ganz hilfreich. Und wenn er über den Hügel ist und dahinter aufspringt, dann springt er noch weit nach vorne. Das heißt, das hilft dann auch noch mal Länge zu generieren. Hier brauche ich aber wirklich einen guten Abschlag, um safe im zweiten drauf zu kommen. Der ist ein bisschen flach, aber der ist trotzdem okay. Der geht jetzt leicht nach rechts, der rollt jetzt. Ja, ich würde mal sagen, der ist auch so 180 Meter lang. Den habe ich ein bisschen hier unten getroffen. Nicht schlimm. Wenn die Bälle so sind, man darf immer nicht vergessen. Also ich spiele heute mit einem Handicap von 16,9 mit 19 Vorgabeschlägen. Ich habe nur auf der schwersten Bahn, auf der 9, habe ich 2 Schläge vor. Ansonsten überall immer Bogeygolf als Vorgabe. Und wenn man Bogeygolf spielen muss, dann ist ein Par 4 gespielt, ein Par 5. Also ich muss mit dem 5. im Loch sein, um mein Handicap zu spielen. Und wenn ich dann so eine Bahn habe wie die jetzt und der Ball ist ein bisschen flach, aber trotzdem irgendwie 180 Meter lang oder 175 von mir ist auch nur, leicht gegen den Wind noch dazu, dann sage ich ganz ehrlich, das ist okay. Dann ist der zweite vermutlich zu lang, um dass ich ihn realistisch draufkriege. Also nehme ich vielleicht lieber ein etwas kürzeres Eisen und schaue, dass ich den in meine Wohlfühlentfernung so von 90 bis 110 Meter bekomme, um dann den dritten sicher aufs Grün zu spielen. Oder eben aber, wenn ich sage, okay, ich versuche es wirklich tatsächlich, dann muss ich halt ein langes Eisen nehmen oder das Hybrid und das Risiko für einen Fehlschlag steigt. Das ist dann immer eine Entscheidung. Wie fühlst du dich? Wie bist du drauf? Ist alles gut? Bist du sloopy, so weich in der Hüfte und glaubst, du hast eine gute Drehung, einen guten Kontakt? Oder sagst du, oh, ich bin nicht ganz so sicher, ob das alles so richtig ist? Dann spielst du lieber die erste Variante und legst du den Ball in deine Wohlfühlzone mit einem Eisen 7 oder Eisen 8 und spielst dann aus 110 Meter aufs Grün und versuchst mit 2 Putts dann dein Bogey zu spielen, was dann völlig in Ordnung wäre. Ne? Man darf auch immer nicht, nur weil man eventuell vom Handicap so gut ist, dass man Bogeygolf spielen kann, hingehen und sagen, ich muss jetzt jede Bahn in Paar spielen. Also ich sehe es so, wenn ich ein Paar spiele, dann ist das für mich ein Bonus. Das ist wirklich ein Bonus, von dem ich dann zehren kann, wenn mal etwas nicht gelingt und vielleicht ein Doppel- oder ein Triple-Bogey passiert. So teile ich mir das ein. Das ist dann so ein Abschlag, 190 Meter, trotz allem, der war flach, der ist gerollt, das ist alles in Ordnung. Habe jetzt 190 Meter gemacht, 165 Meter bis grünen Anfang. Dann nehme ich dann jetzt mal das Eisen 5, bemühe mich, locker und ohne Druck zu schwingen. Und wenn der dann etwas zu kurz ist, habe ich nur noch einen kurzen Chip, vielleicht aufs Grün. Und
Wenn es nicht gut funktioniert, ja, dann habe ich wahrscheinlich gleich die Wohlfühldistanz von irgendwie 80, 90, 100 Meter. Ah, der ist ein Tucken zu weit rechts, ein bisschen in Schlagfläche zu, das habt ihr auch gesehen, eine leichte Kurve. Wenn ich Glück habe, da vorne ist ein Bunker, genau da, wo der jetzt hingegangen ist. Wenn ich Glück habe, dann ist er nicht im Bunker, liegt er davor, dann kann ich schön chippen, ansonsten machen wir ein bisschen Bunkerspiel. So, Grünanfang ist noch 20 Meter, wie gesagt, der war leicht rechts, der war gar nicht so schlecht, der war jetzt nicht der allerbeste Schuss, aber das war okay. So, und jetzt haben wir hier wieder, ja, ich habe wieder mal einen 56 Grad Sandwedge in der Hand, also mit dem spiele ich auch alles, was ich im Bunker mache. Und ja, Ziel ist es, den jetzt kurz aufkommen zu lassen, denn es geht vor der Fahne stark bergab. Er ist zu lang. Ja, der ist zu lang. Aber wenn er jetzt halt, ja, okay, wir sind mit dem dritten drauf. Das ist okay. So, naja, man merkt, wir sind im September. Und im September ist es dann immer schon doch so latent, so ein bisschen windig. Es ist angenehm von der Temperatur, aber es ist halt eben so, dass man doch merkt, so in der Luft, der Ball wird gebremst, dreht ein bisschen. So, jetzt haben wir hier bestimmt 7, 8 Meter. Jetzt geht es um die Längenkontrolle. Der war ein Tucken zu lang. Ja, müssen wir jetzt kämpfen. Das sind auch noch mal 2 Meter, aber ich bin da guter Dinge. Der Putt zum Bogi. Ja, mal gucken, ob wir den hinbekommen oder nicht. Wir werden sehen. Das sind, ach, ich schätze, so 1 Meter ungefähr. Ist sicherlich eine Distanz, die man spielen kann, aber es hängt ein bisschen. Also es ist schwieriger, als man denkt. Mal gucken. Läuft mir genau an der Lippe vorbei. Dann ist es hier leider, leider das erste Doppelbogey. Es ist die 6. Die Bahn 5, das zweite Par 3 unseres Platzes hier im Senne Golf Club Gut Welschhof. 166 Meter lang, geschützt vorne rechts von dem Bunker und links seitlich auch. Ich habe hier meinen Eisen 4 in der Hand. Ich möchte den jetzt mit einem wieder lockeren Schwung geradeaus hinspielen. Der Misshit ist hier rechts in jedem Fall. Oh, der kreist ein bisschen nach links. Ja, liegt aber da vorne in der etwas länger gemähten Zone. Ich denke, ihr könnt das sehen. Es ist eigentlich noch alles in Ordnung. Der Ball ist eigentlich noch ganz gut spielbar. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den zweiten draufkriegen. Der war jetzt ein bisschen weggedreht. Ah, die langen Eisen funktionieren noch nicht so ganz heute. Dafür war der gut. Das ist ein schöner Schlag hier aus dem Dicken. Ich denke, damit können wir leben. So, Freunde, ihr habt es gesehen. Ich liege jetzt hier mit dem zweiten. Hab jetzt die Paarchance ist noch da, die lebt. Die ist so 2,5, 3 oder 4 Meter ist sie wahrscheinlich. Wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Schade, 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 schade. Das wäre noch mal das Paar gewesen. So ist das Bogey auch in Ordnung. So, wir sind auf dem ersten Paar 5 des Platzes angekommen. Das ist die Bahn 6. Und die Bahn 6 ist dann mal von hier aus, wo ich jetzt stehe, bis Grünanfang 405 Meter lang. Also das ist dann schon so ein Paar 5, was man gut Paar spielen kann. Also das gibt auf jeden Fall die Möglichkeit für ein Paar. Wollen wir mal schauen.
was wir daraus machen können. Der ist zu weit rechts, der ist im Baum und ist im Gebüsch. Da müssen wir noch einen spielen. Den werden wir sehr wahrscheinlich nicht wiederfinden. Dann spielen wir da mal noch einen zweiten Ball. So, ich habe den Ball gefunden. Das hat jetzt gerade ein bisschen gedauert mit der Sucherei. Aber ich habe ihn. Also weiter geht's. Eisen 7. Ball in Position bringen. Ja, das hat funktioniert. Bin ich zufrieden. So, das Eisen 7 hat gut funktioniert. Das ist jetzt der zweite Schlag gewesen. Wir machen jetzt den dritten. Wie gesagt, das ist das Par 5. Der dritte muss hier halt irgendwie drauf. Das ist auch problemlos möglich normalerweise. Da musst du halt nur geradeaus spielen. Und selbst mit so einem Abschlag im Gebüsch, der dann doch noch irgendwie brauchbar lag, kann man weiterspielen. Der war etwas fett. Und liegt im Bunker. Da habe ich jetzt alles falsch gemacht. Und natürlich, wie immer, wie ihr es von mir kennt, wir legen immer alles wieder zurück. Wir haben Glück, ihr seht es, er liegt nicht im Bunker. Ich hatte am Freitag ein bisschen Schwierigkeiten, aus diesen Positionen heraus, wo ich über dem Ball stehe, mit dem Sandwich zu spielen. Darum nehme ich hier heute meinen Spezialschläger, den viele belächeln, den Chipper. Aber damit fühle ich mich dann jetzt besser. Ja, das Resultat ist pin high und perfekt. Ich bin zufrieden. Ja, das ist das, was ich eben meinte, auf dieser Bahn hier, auf dem Par 5, auch mit nicht perfekten Schlägen kann man hier noch in eine gute Paarsituation kommen. Ich habe jetzt hier so, schätze mal, so einen Meter, Meter 20 gefühlt und ja, also wir haben eine Chance aufs Paar. Konzentrieren und schauen. Läuft vorbei. Ärgerlich. Die 6, alles gut. Bogey gespielt. Das passt. So, nach dem Bogey sind wir jetzt auf der Bahn 7 angekommen. Ist auch wieder ein Par 4. Bis grün anfangen, glaube ich, ist 318 Meter. Hinter mir sind zwei, ist ein älteres Ehepaar. Ich wollte die eigentlich vorbeilassen, aber die haben sich jetzt auch sehr viel Zeit gelassen. Also machen wir jetzt mal den Abschlag. Ist gut, darf noch nicht im Bunker gehen, er muss jetzt nach rechts springen. Tut er, sehr guter Abschlag, bin ich zufrieden. Auch wieder so 180, 190 Meter wahrscheinlich. Ja, so kann man sich dann vertun. Der Abschlag ist 208 Meter weit gewesen, es war so ein richtig guter. Der hat eine leichte Kurve gehabt, leichten Draw, alles gut. Ich habe jetzt noch 124 Meter bis grün anfangen. Ich habe jetzt nur ein Eisen 8 in der Hand, weil das Grün ist tiefer als meine Position. Und ich möchte jetzt den Ball nur geradeaus spielen. Das ist so immer mein großes Ziel, geradeaus. Der sieht ganz gut aus. Der ist einen halben Meter vorm Grün. Das ist völlig in Ordnung. Also ich bin zufrieden. Schöner Schuss. Der ist, ja, ich sag mal, wir sind auf jeden Fall in einer Situation oder einer Position für ein Paar. Guter Schuss, bin zufrieden. Wir haben einen Meter bis zum Grün. Dann nehme ich jetzt tatsächlich den Putter. Das ist hier so relativ fest und kurz, das Vorgrün. Das sind so 8-9 Meter bis Anfang, bis zur Fahne. Es ist der dritte Schlag jetzt. Das heißt,
Ich möchte jetzt wieder von der Längenkontrolle in eine Position kommen, wo ein Putt durchaus möglich ist. Na klar, in letzter Konsequenz möchte ich den hier schon reinmachen, ist ja klar. Ja, das war gut, das war sehr gut, alles gut. So, ich würde jetzt mal sagen, 80 Zentimeter, wenn es die sind, vielleicht sind es auch nur 70 oder 60 Zentimeter, ist die Paarchance. Also es wäre dann jetzt das zweite Paar. Wir würden damit dann jetzt wieder in die Situation kommen, dass wir einen unter Bogey Golf wären. Also für mich sehr schön. Es gelingt. Pärchen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, bis jetzt bin ich mit der Runde wirklich, muss ich sagen, auch wenn nicht alles gelingt, aber ich bin sehr zufrieden. So, ihr Lieben, mittlerweile sind es jetzt 7 Loch, die ich gespielt habe. Ich bin ein besser als mein Handicap. Ja, kann man nicht meckern. Zwei Pars, ein Doppelbogey und der Rest war alles im Bogey gespielt. Also das ist so das, was ich im Moment auch so spiele. Das bildet ganz gut im Prinzip das ab, was ich auch so in den Turnieren spiele. Ihr könnt mich ja auf Instagram ebenfalls verfolgen. Auch da der Hobbygolfer Sven Kortmann. Dort gebe ich ja immer so in den Stories kurzzeitig immer für 24 Stunden, dann verschwindet das da ja wieder. Immer so kurze Wasserstandsmeldungen zum Handicap, wie ich die Turniere gespielt habe und so weiter. Also wer da Bock drauf hat, ein bisschen mehr Infos zu bekommen und nicht nur die gespielten Videos zu sehen, Instagram, der Hobbygolfer, einfach mal abonnieren. Ja, ansonsten, jetzt hier kommt auf der Bahn 8 ganz viel Wasser ins Spiel. Rechts zieht sich die ganze Zeit Wasser dran längst und ja, da ist es ganz wichtig, ich probiere hier nur mit dem Eisen 6 jetzt gleich den Ball dahin zu spielen, wo jetzt die Gruppe da hinten ist, die ihr da sehen könnt. Ich gehe mal aus dem Bild. Das wäre jetzt so der Landing Point, wo ich gerne liegen möchte gleich. Und von da aus sind es dann irgendwie noch so 130, 140 Meter. Das heißt, das ist dann nochmal irgendwie so ein Eisen 7. Die Fahne steht heute auf dem Grün. Das Grün ist hinter dem Wasser, das zieht sich ganz hinter das Wasserhindernis hinten herum um den kleinen See. Und die Fahne steht auf der rechten Seite. Das heißt, schon so ein bisschen tricky. Wenn man sich nicht traut, bleibt man links auf dem großen Grün. Wenn man sich traut, spielt man die Fahne an. Da ist dann nicht so viel Platz. Wir wollen mal gucken. Aber erstmal ist immer wichtig, der erste Ball muss irgendwie auf den Platz kommen. So, bestimmt eine Viertelstunde Pause gemacht, um zu warten. Da hinten kommen gleich schon wieder zwei Spieler. Aber ganz viele bei uns hören nach 9 Loch auf. Also von daher haben wir eine Chance, ruhig weiter zu spielen. Der sieht gut aus, der sieht sehr gut aus, der sollte liegen. Ja, der rollt jetzt mit dem Hang mit und liegt da ganz knapp in dem Hang. Das ist ein sehr schöner Schlag, genau die richtige Position, da wollte ich hinspielen. Das heißt, 6 waren jetzt 145 Meter, das ist jetzt nicht besonders lang, war aber auch mit wenig Druck gespielt. Ich habe jetzt 120 Meter bis grün anfangen, ich habe ein Eisen 8 in der Hand. Links ist ein Bunker, ich muss auf jeden Fall ja tendenziell eher links von der Fahne bleiben. Grundsätzlich geradeaus spielen, ihr kennt das, was ich damit meine. Der ist nirgendwo. Was auch immer ich da jetzt gemacht habe, weiß ich noch nicht so genau. Ja, der liegt da hinten beim Baum. Das wird nicht schön. So, ich glaube, ihr könnt das Drama hier sehen. Ich habe den Ball jetzt hier irgendwie ganz bescheiden gespielt. Kann jetzt hier eigentlich kaum was machen. Ich muss den jetzt irgendwie nur hier rauskriegen und in Richtung Grün. War ein krasser Fehlschlag. Das hat dann mal so gut wie gar nicht geklappt. So, ihr könnt das sehen. Das war jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Hinter mir sind zwei ältere Herren. Die lassen wir jetzt gleich dann auch mal vorbei. Ich habe gerade noch einen Wilson Stuff Ball gefunden. Kann ich verschenken, spiele sowas ja nicht. Hab ja so meine, ich bin sehr eigen, was Bälle angeht. Ja, das war jetzt noch das Beste, was ich da machen konnte. Das war jetzt dann leider schon der vierte Schlag. Also das wird jetzt hier schwierig.
Ja, ihr habt es gesehen. Da habe ich gerade mal so ein bisschen Probleme gehabt. Also eigentlich darf das so nicht passieren, aber tja, wie sage ich immer, Golf ist kein Wunschkonzert. Der muss jetzt hier mit dem Hang mitlaufen, der darf auch nicht zu lang werden. Ja, der war. Genau das wollte ich nicht. Ja, jetzt haben wir zum Doppelbogey schon einen sehr langen Putt. Ja, für euch unsichtbar, zwischen dem Abschlag auf dieser Bahn und jetzt diesem Putt zur 6 liegen, glaube ich, 30 Minuten. Ich habe 3 Spielgruppen durchgelassen und habe jetzt aber erstmal relativ freie Bahn nach hinten. Ja, das ist, manchmal läuft das gut und da hat man keine Probleme oder beziehungsweise Probleme sind das eh nicht. Aber dann läuft so alles so mit. Mein Problem ist, wenn ich viel die Drohne einsetze und ihr habt es gesehen bisher, ich habe sie sehr viel benutzt, dann bin ich sehr langsam. Also grundsätzlich, wenn ich so filme, wie ich das heute mache, müsste normalerweise jemand die Drohnenfliegerei übernehmen. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der die Drohne permanent fliegt und dass ich mich darum nicht kümmern muss. So, das ist der Doppelbogey-Putt. Der leider nicht reingeht und so haben wir das erste Triple-Bogey. Das ist der Grund, was ich euch auch gesagt habe, dafür brauche ich Pass, um genau solche Sachen auszugleichen. Das wäre dann in einem Turnier ein Streicher. Aber wir müssen damit leben. Ich muss damit leben. Ich sage ja immer wir. Ich wurde mir letztens beim letzten Video aus Ottenhausen war einer ein lieber Kommentar. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, trotzdem, weil es ja auch lustig ist. Wir. Wer ist eigentlich wir? Also wenn ich immer sage, ja, da müssen wir das anders machen. Ich, für mich, sag mal, ihr schaut zu und irgendwie sind wir dann für mich ein Team sozusagen. Und deswegen sage ich immer wir. Also setzt mir nach, wenn ich wir meine, meine ich mich als Spieler und euch als Zuschauer. Die Bahn 9. Mein Spezialloch. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere oder die ein oder andere von euch noch, als das hier alles anfing mit dem Kanal. Da habe ich auch ein Video hier schon mal von diesem Platz gemacht, natürlich unter ganz anderen Bedingungen, nur mit dem iPhone und so alles irgendwie so sehr handmade. Da habe ich hier auch gestanden und habe was erzählt von wegen, wie schrecklich dieses Loch ist. Ich glaube, ich habe eine 9 oder irgendwie sowas gespielt. Ganz so schlimm ist es nicht mehr. Die Bahn ist nach wie vor schwer. Ich glaube, das kann man in den Drohnenaufnahmen auch gut sehen. Es ist ein ganz enger Schlauch und es sind 471 Meter bis grün anfangen. Für mich ist hier immer nur wichtig, irgendwie den Ball im Spiel zu halten. Also ich versuche gar nicht mit dem dritten drauf zu kommen, obwohl das von der Meteranzahl sicherlich gar nicht so schwierig ist. Aber die Bahn ist halt sehr eng und verzeiht nichts. Links ist über den ganzen Bahnverlauf aus. Ja, und ihr seht überall die Bäume. Von daher, Driver, ja, der Bereich dahinter, der öffnet sich noch ein bisschen. Wenn der Ball nicht ganz schlecht ist, dann geht das eigentlich ganz gut. Danach ist dann eher so Eisen 6, Eisen 7 angesagt oder ein Eisen 5, wenn ich mich richtig gut fühle. Und ich bin hier also im Bogey bin ich hier schon mega glücklich. Eine 7 nehme ich auch mit. Ich habe hier 2 vor. Dies ist die einzige Bahn, auf der ich noch 2 Schläge vorhabe. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen ja irgendwann vorm Dunkelwerden auch noch reinkommen. Ich erzähle heute ganz schön viel, aber das ist halt auch mein Heimatclub, da habe ich halt dann doch ein bisschen auch das ein oder andere noch zu erzählen. Ein sehr schöner Schlag, ja, der ist genau gerade. Wunderbar, ich denke, der wird so seine 180 Meter haben. Ihr werdet es bestimmt auch gesehen haben, der ist dann nicht ganz durchgezogen und der ist auch nicht bis nach vorne freigelassen. Da ist dann schon so ein bisschen Heartbeat dabei. So, wir sind bei knapp 190 Meter, 191 Meter vom Abschlag jetzt an diesem Punkt. Mitte Fairway, besser geht es für mich nicht. Das ist auf dieser Bahn, wo ich sehr viel Druck habe, für mich ein sehr guter Schlag. Nach vorne wird es gefühlt eng. Ich habe jetzt nur ein Eisen 6 in der Hand und möchte den Ball auch jetzt wieder nur geradeaus irgendwie hinlegen. Und wenn der kurz ist, 140 Meter ist mir das auch recht. Wichtig ist, der muss geradeaus gehen und ja, nichts weiteres zählt.
ein sehr schöner Schuss. Bin ich super zufrieden mit. Ja. Ja, sehr schön. Also, ihr habt vielleicht auch gemerkt, ich stehe dann. Übrigens, das ist so, manchmal, hab's jetzt auch mal drin gelassen, ich schneide es nicht raus, oft schneide ich es raus. Ich brauche relativ lange. Also ich stehe dann da und habe dann noch so meine Gedanken. Dann sieht das so aus, als ob ich eingefroren wäre. Nein, ich bin nicht eingefroren, aber dann gehen so diese ganzen Sachen noch in meinem Kopf durch, bis ich dann mal so weit bin und den Schwung auslösen kann. Andere, hier Brian Harmon, der macht eine Dreiviertelstunde diesen. Das mache ich halt nicht. Ich stehe dann da still. Im Endeffekt ist es das gleiche in Grün. Ja, jeder hat seinen Tick. Ich habe jetzt für 144 Meter bis Grünmitte habe ich jetzt mein Eisen 7 in der Hand. Ziel ist es, den Ball irgendwie in Richtung Grün zu kriegen. Links lauert noch ein Bunker, rechts lauert auch ein Bunker. Ich glaube, ihr könnt das gerade alles sehen. Ich habe ja euch die Drohne da mal so hingestellt, dass ihr das sehen können solltet. Da ist ein kleiner Tucken links. Ich weiß nicht, ob er lang genug ist. Ja, der ist drauf. Und er bleibt auch drauf. Schön, super. Ich bin mit dem dritten drauf. Das passiert hier nicht so häufig. Damit bin ich natürlich jetzt super zufrieden. Mal gucken. Also das Bogey ist in jedem Fall greifbar. Vielleicht sogar das Paar. Ja, Green in Regulation mit dem dritten auf dem Grün. Damit bin ich natürlich total zufrieden. Finde ich total super. Es geht jetzt ganz leicht, so ein bisschen eine leichte Stufe drin, das heißt, ich muss den so ein bisschen in die Welle reinpatten, also eher so ein bisschen für mich, von mir gesehen aus links. Na, wollen wir mal sehen. Aber zwei Putts wären jetzt hier schon super. Ja, etwas zu kurz, aber grundsätzlich nicht so schlecht. Ich bin damit zufrieden, das ist völlig okay. Also jetzt wollen wir mal sehen, wenn wir den jetzt reinkriegen, spielen wir das Paar. Das wäre natürlich sehr schön. Also nochmal volle Konzentration. Das sind jetzt so knapp einen Meter. Etwas mehr vielleicht. Ja, mit dem Paar könnte ich dann wieder von dem Triple Bogey was wettmachen. Und das machen wir auch. Wir spielen das Paar. Bin ich sehr zufrieden. Das ist wunderbar. Ein sehr schöner Abschluss für die Front 9. Also, die Frontline sind rum, 45 Schläge, das sind für mich 19 Nettopunkte auf meinem Handicap von 16,9. Bin ich natürlich zufrieden, gar keine Frage. Also das eine Triple Bogey gerade auf der 8 hat mich ein bisschen geärgert. Aber das passiert dann halt auch, wenn man so eine halbe Stunde für eine Bahn braucht, weil man drei Flights vorbeilässt. Sei es drum, das gehört halt auch dazu. Mir gehört der Platz ja nicht alleine, von daher, ich muss mich hier ja irgendwie mit meiner Filmerei einfügen. Das tue ich auch gerne, hat viel Spaß gemacht, Platz. Ja, lieber Uli, unser Headgreenkeeper. Nochmal vielen Dank. Also bisher, ich kann wirklich nicht meckern. Der Platz ist für Mitte September in einem unfassbar guten Zustand. Macht mir viel Spaß, den zu spielen. Wenn wir jetzt die Back 9 auch noch ansatzweise so gut hinkriegen, dann gucken wir mal. Also, die Back 9 kommen später. Verlinke ich dann auch irgendwo links und rechts hier noch, damit ihr direkt weiterkommt. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Und im nächsten Video geht's weiter.